Dass es bei diesen beiden auch nach 17 Jahren Ehe immer noch passt, kann jeder sehen. Für Uschi Glas und ihren Dieter ist es jeweils die zweite Ehe. Von 1981 bis 2003 ist die heute 78-Jährige mit Filmproduzent Bernd Tewak verheiratet. Doch die Liebe zerbricht. Gegenüber der Bild verrät das Multitalent einst, wie es ihr nach der Trennung ergangen ist. Nach meiner Scheidung war das Thema Mann für mich komplett erledigt. Ich wollte nie wieder einen, nur noch für meine Kinder da sein und meinen Beruf ausüben. Noch 2004 beim Golfen lernt die dreifache Mama Dieter Hermann kennen und lieben. Bunte.de hat Uschi Glas und ihre bessere Hälfte am Rand der Passionsspiele in Oberammergau getroffen. Im Interview verrät der deutsche Filmstar nun exklusiv das Geheimnis ihrer Liebe. Wir gehen eigentlich ganz gerne in die Berge, wir gehen gern wandern und machen schöne Touren. Und das ist eigentlich so eine Auszeit für mich. Einfach in die Berge gehen, schön Marsch sich ausdenken und dann oben irgendwo einkehren und dann wieder runtergehen. Das ist eigentlich das Schöne. Ja, einfach mal die Seele baumeln lassen. Das ist das Geheimrezept dieses Traumpaares. Doch nur die Natur genießen reicht dann doch nicht immer. Da kommt aber Charmeur Bernd ins Spiel, denn der weiß, wie er seine Liebste verwöhnen kann. Meine Frau, die isst gerne, manchmal koche ich ihr was und dann, sie trinkt gerne Wein, da schauen wir, ob wir einen gescheiten Wein finden. Diese beiden Turteltauben wissen einfach, wie man seinen Partner glücklich macht. Und genau so funktioniert die Liebe.